Gut. Willst du dir das mal ansehen? Was denn? Ich will mir jetzt erstmal gar nichts ansehen. Ich will schlafen gehen. Auch schon schlimm genug, hierher zu kommen. Spaß. Oh! Kentiana? Kentiana. Wenn der erwählte König sich für Kommendes wappnen möchte, kann er die Zeit für ihn zurückdrehen. Obra besitzt die Fähigkeit, dich in Erinnerungen zurückzuversetzen. Du erhältst die Möglichkeit beim Übernachten. Okay. Aha. Ja, diese Nachrichten habe ich schon davor bekommen. Hallo. Guten Tag. What the fuck? 250? Okay, das ist ja auch teuer. Muss man ehrlich sagen. Wir sind hier in fucking Altissia. Was erwarten wir? Also, Umbra rufen. Was kann ich da? Bezahlt Umbra das dann? Ey, Umbra, hol mal 250 raus. In Luces. In Luces der Vergangenheit reisen. Habe ich jetzt irgendwelche Cutscenes nochmal zu sehen? Hä? Ah, ich krieg nochmal irgendwelche Bilder zu sehen. Noctis, könntet ihr vielleicht vorbei? Die Jäger suchen. Okay, wir schauen mal. Was? Das Game hat mich zurück zum Anfang gebracht. Das Game hat mich zum Anfang wiedergebracht. Willst du mich verarschen? Digga! Das ist nicht dein Ernst. Und wie komme ich jetzt wieder zurück? Hä, was ist das für ein Scheiß? Wie komme ich jetzt zurück? Ja moin, Digga. Nein, Digga. Das Licht halt, an! Das ist doch nicht wahr jetzt. Wirklich? Kann ich irgendwie laden? Nein, meine Spielstände sind ja ganz anders. Obwohl, ich hab... Ah, doch. Ich hab einen um... Warte mal, wann haben wir jetzt? 17.38 Uhr. Hier. Der müsste sein. Alter, ich hatte gerade einen Herzinfarkt. Junge! Also, wenn ihr selber das Spiel spielt, klickt niemals auf Umbra rufen und dann auf Lunas Vergangenheit. Dann kommt ihr zurück zur Insel wieder. Okay, ich bin wieder zurück. Alles super. Genug geschafft für einen Tag. Endlich ein heißes Bad. Viel zu teuer. Oh, das Foto ist gut. Nicht wahr? Finde ich auch. Oh, diese schöne Musik und dann. Und jetzt? Stellen wir Chamäleon in Besuch ab? Ach, als hätten wir eine große Wahl. Das Imperium hat Luna im Visier. Ein Kampf wird sich nicht vermeiden lassen. Ja, sehe ich auch so. Das ist aber der Premierministerin nicht so ganz erfreulich, dass wir jetzt hier einen Krieg anzetteln. Schließlich. Soll ja Altissia in Ruhe und Frieden sein, aber wenn die Niefel hier Krieg haben wollen, dann müssen wir es leider geben. Ich habe gehört, dass es hier eine gute Fotolocation gibt. Ach, du mit deinen Fotolocation? Nein! Nicht jetzt, pronto. Und hör auf rumzustöhnen, Digga. Ich kann nicht jedes Mal Fotos machen. Wir sind nicht hier, um Urlaub zu machen, sondern ich muss hier meine Arbeit errichten. Scheiß Imperium hat unsere Stadt zerstört und du willst hier Fotos machen. Also, hackt's bei dir. Ich glaube, das hackt wirklich bei ihm. Naja. So, hier ist anscheinend, Nackt, sehen wir uns das mal an. Was denn? Danke, dass ihr gekommen seid.
Die Verhandlung mit der Premierministerin steht unbemerkbar vor. Jetzt kann Noctis beweisen, ob es wirklich das Zeug hat, zum Staatsmann zu werden. Keine Ursache. Kommen wir gleich zum Punkt. Erstmal natürlich danken. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Für den König von Luzis habe ich immer Zeit. Erst recht, da Wescom so verschwiegen ist. Mir blieb gar nichts übrig, als euch zu behelligen. Sehe ich das irgendwie falsch? Momentan weiß ich lediglich, dass ihr der neue König von Luzis seid. Sie erwähnten, dass Luna in ihrer Gewalt ist. Das Imperium hat sich... Warte mal kurz. Das Imperium hat sich auf Luna abgesehen. Besorgt über Agorodo zeigen. Besorgt, wir sollen natürlich über Luna. Ey, ich hasse es heute wieder. Besorgt über Luna zeigen. Geht es ihr gut? Natürlich. Aber ob ich sie Niflheim ausliefere, hängt ganz allein von euch ab. Vielleicht könnt ihr mir ja Klarheit verschaffen. Was verspricht sich die Kanagi von der Anrufung? Die Wahrheit. Die Vorbereitung einer Segnung. Die Göttin soll mir Kraft verleihen. Aha, das hatte ich fast vermutet. Ein König mit göttlichen Kräften. Aber ob die Göttin damit ebenso einverstanden ist? Ich muss vor allem für die Sicherheit von Altissia sorgen. Deshalb würde ich gerne zunächst von euch wissen, was bei Titans Anrufung geschah. Die Wahrheit. Er hat seine Kraft auf mich übertragen. Also genau wie es die Legenden berichten. Niflheim fürchtet dies und hat seine ganze Armee in Bewegung gesetzt. Uns steht also bald schon Ärger ins Haus. Die Zeichen stehen auf Krieg. Doch Krieg kann ich hier nicht gebrauchen. Weder von Göttern noch vom Imperium. Auf mögliche Niederlage Niflheims anspielen, Zerstörung der Stadt ansprechen. Wir sprechen die Stadt an. Ein Kampf in der Stadt wäre tatsächlich verheerend. Evakuierungspläne sind bereits in Arbeit. So, ich dachte, jetzt meinte die Stadt, die Niflheim zerstört hat, also unsere. Beipflichten, nachhaken, Mut sprechen. Nachhaken. Und dafür brauchen sie uns. Ihr habt es erfasst, vorbildlich. Aber lasst mich doch bitte der Reihe nach erklären. Ich möchte euch einen Vorschlag unterbreiten. Helft mir, mein Volk zu schützen. Und ich werde die Zeremonie dulden. Na klar. Ich versuche so gut wie möglich, dass sie nie verheimer keiner von den Völkern niederbringt. Na gut, von mir aus. Hab wohl keine Wahl. Sehr direkt. Das gefällt mir. Wie versprochen, werde ich die Anrufung in meiner Stadt dulden. Und eines noch. Nach dem Ritus sind mir die Hände gebunden. Ihr seid dann auf euch alleine gestellt. Verstanden. Klar, kein Problem. Wir erledigen das. Vielen Dank, Majestät. Es gibt schließlich nicht viele Krieger, die es sogar mit Luftschiffen aufnehmen. So lautet mein Angebot. Schützt mein Volk, bekämpft das Imperium. Sind wir uns in diesen Punkten einig? Aber klar doch. Ja. Wir werden für sie kämpfen. Ist das so? Wunderbar. Ja. Ich verspreche, dass die Kanagi vorerst sicher ist. Und nur für den Fall der Fälle, sollte mein Volk in Gefahr sein, werde ich weder auf Kanagi noch Könige Rücksicht nehmen. Verstanden. Sie tun ihre Pflicht, ich tue meine. Ihr ähnelt eurem Vater. Danke. Ihr befindet euch auf dem richtigen Weg. Pardon, es ist soweit. Zum Schutz der Bevölkerung benötige ich 3 Männer. Die Wahl liegt bei euch. Das Imperium überlässt nichts dem Zufall.
Die Niflheimer Flotte nähert sich mit 4 Harpunierern. Dies war ein höchst konstruktives Gespräch. Möge uns allen Glück beschieden sein. Ja. Gut, die Verhandlungen wurden mit sehr guten Ergebnissen abgeschlossen. Jawohl, wir haben einen Pakt mit der Premierministerin abgeschlossen. Das bedeutet, sie gibt uns Schutz. Und falls es alles schief läuft, ja, sind wir nicht mehr versichert. Und wir kriegen noch ein paar Gedenkmünzen. Jawohl, ein Gipfeltreffen. Ich werde tun, was ich tun kann. Gut. Deine Offenheit sei dir jedenfalls gedankt. Was soll ich sagen? Auch ich habe Mitgefühl hin und wieder. Der Verlust von Regis, der Verlust des Kristalls. Seit dem Tod der letzten Kanagi hat sich viel verändert. Das Imperium hat in den letzten 10 Jahren über die Stränge geschlagen. Notfalls droht ihr damit, den Dreizack im Meer zu versenken. Dann können sie nicht anders, als euch zuzuhören. Doch ihr wird gut bewacht. Besser noch als ihr selbst, werte Kanagi. Verstanden. Dann werde ich ihn am Altar entgegennehmen. Gut. Denkt daran, dass euch eine imperiale Eskorte begleitet. Ja. Betrachtet sie doch einfach als notwendiges Übel, um den Pakt zu schließen. Ich danke euch. Nach der Zeremonie steht es euch frei zu gehen. Aber wir werden euch nicht mehr schützen. Selbstverständlich. Ihr solltet jetzt gehen. Die Menge erwartet euch. Ja. Denk an den Plan. Ihr auch. Natürlich. Okay. Oh Mann, so viele Leute. Dass so viele kommen. Die Ansprache beginnt. Ist das Gronkh? Digga! Der sieht 1:1 wie Gronkh aus. Digga, das ist Gronkh! Hä? Wie geil war das denn? Freunde, ich bitte euch, schenkt mir Gehör. Meine Botschaft heute richtet sich nicht nur an Altissia, sondern ganz Eos. Unsere Welt leidet. Sie ist dabei, ihr Licht zu verlieren. Wir müssen handeln. Sonst werden wir bald von der Finsternis verschlungen. Es ist die Finsternis, die unsere Herzen verdirbt. Sie ist es, die Zwietracht zwischen uns sät. Denkt an die Tragödie von Lucis. Die Menschen waren bereit für Frieden. Doch die Finsternis hatte bereits die Kontrolle übernommen und forderte unzählige Opfer. Luna. Trotzdem dürfen wir die Hoffnung nicht aufgeben. Denn die Götter stehen noch immer unverändert an unserer Seite. Sie bannen das Dunkel, lassen die Sterne in Herrlichkeit strahlen. Sie schützen unseren Planeten
Und sie werden auch uns beschützen. Heute werde ich hier in Altissia die Göttin erwecken. Leviathan, die Herrin der Wogen, muss uns ihre Kraft schenken. Deshalb bin ich hier. Bitte gewährt mir, den Ritus durchzuführen. Fürchtet euch nicht, denn ich verspreche euch. Wir werden die Dunkelheit vertreiben und der Welt ihr Licht zurückgeben. Vertraut eurer Kanagi und euren Göttern! Das sehe ich auch. Kletter irgendwo rauf, von wo du Schiffe erreichst. Sie sollten schon bald im Hafen sein. Okay, kümmert euch um den Rest. Klar, wird erledigt. Jetzt geht's also los. Mein Name ist Luna Freya, vom Blute der Kanagi. Erhöre mich, Leviathan. Gewähre dem König für den Kampf um sein Erbe deinen Segen. Unterwegs. Der Ritus hat also begonnen. Sieht so aus. Los, Luna braucht unsere Hilfe. Gut, das alles dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann geht's richtig so ab mit den Leviathan. Jawohl. Ja, hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.